Recht herzlich willkommen zur 143. Folge von Avorion. Ja, wir sind durch dieses Tor jetzt durchgesprungen und sind jetzt hier im neuen Bereich. Da gucken wir doch mal gleich rein. Glashersteller, Sozial, da ist leider kein Dingens dabei. Es gibt noch ein Südosttor und mehr nicht. Das heißt Sackgasse, oder? Ja. Gut, das bedeutet, gibt es noch grüne Blips, die uns weiterbringen? In diesem Bereich gar keine. Das nächste nach da ist dort. Dann würde ich jetzt mal sagen, springen wir da ein und gucken, was da weiter ist. Drehen uns in die Richtung. Sprung ist berechnet und die Tour geht los. Ja, dann schauen wir mal in den Sektor da rein, ob da irgendwas ist. Ein grüner Marker war ja da, aber sonst auch nichts. Da ist auch was. Karte sagt, es gibt keine Verbindung. Bergbauschiff, schweres Bergbauschiff. Drei Sachen halt. Und da hinten ist was Blaues, könnte man also abbauen. Sollten wir das tun? Komm, fliegen wir mal gerade hin und bauen hier was ab in dem Sektor. Ulrik verkaufte Öl, okay. Da sind sogar zwei, da links ist auch noch ein blauer. Auch ich sehe sogar mehr, da oben ist auch noch einer. Ne, der ist da oben grün. Okay. Der blaue wird nicht angezeigt. Sehr interessant. Sehr interessant, dass der blaue nicht angezeigt oder die blauen nicht angezeigt werden. Ja. Da sehe ich jetzt noch zwei, ne? Direkt neben uns ist auch noch einer, da sind dann drei. Da unten ist auch noch, also sind schon reichlich hier. Da, ach, da hinten sehe ich auch noch welche, es sind überall welche. Hier sind sehr viele blaue Trinium-Asteroiden. Okay. Der ist wieder ein bisschen dicker hier. Kriegen auf jeden Fall was da raus. Jo. Ist alles weg? Ja. Da ist schon der nächste, den wir abbauen können. 4000 sind da drin, die wir wahrscheinlich nicht kriegen werden. ...2300 haben wir schon, ist schon ein bisschen was. Das kommt auch weg. Alles abgebaut gleich. Da ist er weg. Ja. Können da noch abbauen. Da oben war noch einer. Es sind überall welche. Aber irgendwie... Was haben wir? Eisen haben wir gar nicht groß. Und wir haben noch ein paar Slots hier für Waffen auch frei. Haben wir denn noch Waffen? So, das war ja umgebaut.
Was haben wir denn hier? Reparaturgeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm und Doppel-Tesla-Geschützturm. Doppel-Titan-Air-Abwrack-Geschützturm und ein Doppel-Titan-Air-Bergbaugeschützturm. Können wir den da jetzt noch hinbauen, oder? Ah ja. Abwracker geht auch. Ah, nicht genügend Slots. Okay. Doppel-Tesla-Geschützturm. Der geht auch noch hin. Aber der nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Ja. Gut, dann ist das ja jetzt auch noch gemacht. Dann gehen wir da mal raus gerade. Nochmal in diese Position. Titan Air Bergbau. Und da ist noch einer. Den geben wir noch die 2 und der kriegt noch die 1. Ne? Doppelflakgeschütz. Ja, passt. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Power gekriegt. Bergarbeiter fehlen uns jetzt noch 2. Haben wir denn noch Personal? Sechs haben wir noch dann, okay. Personal, alles gut. Was haben wir sonst? Das ist voll, ne? Der ist noch nicht. Da brauchen wir noch Rechenleistung, Fracht. Haben wir das Zeug alles mit, okay. Hangar ist leer, weil wir noch nichts gefunden haben. Da müssen wir ja noch dran arbeiten, ne? Okay, und Pitch ist noch ein bisschen schlecht. So, nochmal Karte. Wir wollen in diese Richtung. Eigentlich in die, aber das ist schon der nördlichste, den wir haben. Gut, dann lassen wir den Computer berechnen und springen dann dahin. Und geht. Und dann sind wir hier und dann gucken wir mal, was hier so los ist. Reparaturdock, Ressourcen, Handelsposten, Zerstörer. Hier gibt es auf jeden Fall mehrere Tore. Und da ist nix. Das ist Ressourcendock, ne? Ressourcendepot, ja. Dann haben wir da ein Tor, was nach Nord-Nordwest geht, was ja schon für uns das ist, was wir haben wollen. Ja, dann fliegen wir da auch gleich hin. Und gucken dann dadurch, was dahinter ist, ne? Okay. Auf geht's. Ab durchs Tor. Und schauen, was dahinter ist. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Und Weinfabrik, Habitat, Militärstation, Lithium, Reparaturdock, Ressourcendepot, Ausrüstungsdock. Das können wir uns anwerben. Schützer, Handelsposten. 2 Tore. Das ist da. Gucken wir mal gerade rein. Ah, die dürfen keine Geschäfte mit uns machen. Das ist aber doof, ne? Gut. Was wäre denn hier los, zum Beispiel? Schwarzes Brett. Die würden Kaffee haben wollen. Und die? Silizium. Okay. Militärgeschichte. 40 Munition. Naja, dann ist das da halt nicht möglich. Dann Nord-Nordwest geht's weiter. Da ist das Tor, wo wir herkommen. Und wo ist das andere dann? Da. Nord-Nordwest. Geht die Reise weiter, ne? Gucken wir, was sich da verbirgt.
mit denen können wir nicht handeln. Der Konzern von Nuruk. Gute Frage, was da so los ist dann, ne? Vielleicht ist dahinter ja auch irgendwie eine andere Gesellschaft, mit der wir besser können, oder? Das ist eine Frage, ne? Gleiten wir da durch? Oh, das ging aber schnell. Da geht's auf jeden Fall weiter. Wir sind immer noch im gleichen Bereich. Nur Tore, sonst nix. Nord-Nord-Ost-Tor, das nehmen wir dann auch. Kein Sektor ausgewählt? Nee, sind wir auch nicht so sprungfähig. Aber wir fliegen ja erstmal durchs Tor. Trinium Kreation 1 ist der nächste Sektor. Und wir sind in Incremation of Might 3. Incremation of Might. Incarnation? Incarnation? Oder Incarnation? Ne, Incarnation würde ich sagen. Gut, da kommt das Tor näher. Und dann gehen wir mal vom Gas runter und segeln da langsam durch. Und gucken, was dahinter ist. Okay. Reparaturdock, Ressourcendock, Handelsposten. Viele Zerstörer, drei Tore. Ost-Nord-Ost-Tor. Ja. Ich würde das Ost-Nord-Ost-Tor sogar favorisieren. Handelsposten ist auch voraus. Naja, wir können hier aber nicht so viel machen. Die mögen uns ja noch nicht. Gucken, was weiter dahinter steckt. Fliegen wir mal da drauf zu. Und gehen wir durchs Türchen. Und der nächste Sprung. Oh, die fliegen aber schnell. Neutrale Zone, okay. Handelsposten gibt es zwei. Ressourcendepot, Reparaturdock, Kreuzerstädt. Zerstörer, Ost- und West-Südwest-Tor. Ja, ist jetzt nur Ost-Tor dann angesagt, ne? Gucken wir mal hier rein. Ost-Tor gefällt mir aber nicht. Nö, ich fliege dann mal, spring dann mal nach da. Machen wir so. Gut, können wir schon. Gucken wir, wie es da weitergeht. Und hier gibt es ganz viele schöne Sachen. Bergbau-Moloch und Bergbauschiff und mehr nicht. Und kein Tor. Ist aber nicht schlimm, wir fliegen dann einfach hier weiter. Hier ist keine Fraktion zugange dann, ne? Nun, wir brauchen noch eine Minute, um abzukühlen. Dann können wir auch in der Minute hier ein bisschen abbauen. Doch noch berührt. Sprung ist berechnet. Und wir haben noch einen mehr eingebaut, ne? Oder wie war das, oder? Doch, wir haben einen Bergbaulaser. Ob der jetzt mehr macht, ist die nächste Frage.
Jedenfalls ist es gerade der dicke Kern, den wir da haben, aber 14.000 stecken auch drin. Zwei Trinium-Erz erhalten und das. Achso, Trinium-Erz, doch, passt schon. Okay. Kriegen wir mehr? Ja, ein bisschen was haben wir schon abgebaut, ne? Ja. Geht, ne? Zack, wieder was weg. 4280 war ja schon ein bisschen, ne? Okay. An dem haben wir jetzt 1780, 1800 abgebaut. Viel ist ja nicht mehr da, ne? Effektiv ist das natürlich nicht, wie wir gerade merken. Von 14.000 haben wir gerade 2.000 geholt und das Ding ist abgebaut. Und wir wollen dahin springen. Was wir dann auch gerade noch machen. Und los geht's. Okay, gibt's auf jeden Fall Tore, auch was nach nördlicher Richtung. Und wir haben Fahrzeugfabrik, Halbleiterhersteller, Metallplattenfabrik, Plasmazellenfabrik, Solarpanel, Raumjägerfabrik, das ist vielleicht ganz nett. Handelspostenwaffenfabrik, da werden wir in der nächsten Runde dann gucken, dass wir hier die Raumjägerfabrik in Angriff nehmen. Und hier gibt's einen anderen Bereich, andere Gruppierung, die wir da anfliegen können, das werden wir vielleicht dann machen. Aber, wie gesagt, machen wir alles erstmal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Achso, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn ich das nächste Video hochlade. Genauso wie einen Kommentar abgeben wäre ganz nett, wie es euch gefällt. Alles klar, bis dann. Tschüss.